Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute geht es um das Metallmagazin und um den Metallgrundkörper. Und wenn du das sehen willst, dann bleib dran. Okay, also Metallmagazin kennen wir. Metallgrundkörper? Was? Ja, richtig gehört. Ich habe hier einen Grundkörper aus CNC gefrästem Aluminium. Das Ganze ist aus dem Vollen gefräst. Also ja, kein billiger Spritzguss wie bei einer MX oder so. Nee, das hier ist quasi der Fenris unter der Stinger. Also komplett CNC gefräst. Das Metallmagazin ist ja auch CNC gefräst, aber dass der Grundkörper CNC gefräst wird, das ist neu. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das überhaupt eine gute Idee? Sollte Steamboat das überhaupt tun? Hier ist gerade noch der 55er drin, aber ich werde jetzt hier mal meinen aktuellen Lieblingswurf am einbauen. Das ist der 75er von Steamboat, der Advanced Wurfarm. Das hier ist übrigens die neue Version des Metallmagazins und das drückt auch jetzt den Standardblock runter. Gucken wir gleich uns nochmal an. Aber schon beim Festziehen merkt man, dass hier irgendwie was anders ist. Weil hier ist halt einfach gar kein Spiel mehr drin. Ne? Das ist einfach absolut exakt. Es ist mega passgenau, also noch passgenauer geht es halt einfach nicht. Ja. Das ist so schon sehr, 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 sehr gut. Man muss natürlich aber auch sagen, dass das Ganze jetzt um einiges schwerer wird. Wie schwer? Naja, ich habe das Ganze mal ganz hochprofessionell mit meiner Küchenwaage gemessen. Die Metallstinger wiegt etwas mehr als 2 Kilo und die Polymerstinger knapp 1,3 Kilo. Die Metallstinger ist also knapp 700 Gramm schwerer. Ist das dann überhaupt eine gute Idee? Naja, die Frage ist halt für wen? Wer braucht denn überhaupt eine super leichte Armbrust? Und für wen ist eine schwerere Armbrust vielleicht besser? Wenn man mit der Waffe marschieren müsste, dann wäre es sicherlich sinnvoll, sich für eine Polymer-Version zu entscheiden, weil die natürlich weniger wiegt. Wenn man aber ein sportlicher Schütze ist, der stationär schießt, also nicht dynamisch, nicht in der Bewegung, nicht damit große Strecken zurücklegt, sondern einfach nur ein bisschen damit schießen will. Dann ist das sogar ein Vorteil, weil die Waffe liegt jetzt einfach viel, viel, viel satter im Ziel und ist dadurch natürlich auch ein bisschen mehr fehlerverzeihender. Denn wer einen schlechten Abzug hat, mal so zieht, mal so, irgendwie total verreist beim Abziehen, der wird mit einer Metallstinger es wesentlich einfacher haben. Also ist das eigentlich Pay to Win, oder? Ja, schon so ein bisschen. Also in einer Turnierumgebung wäre man hiermit definitiv besser aufgehoben. Also je nachdem, welches Turnier natürlich. Wenn es da wieder Aspekte vom Laufen und dynamischen Schießen gibt, dann wäre das vermutlich nicht vorteilhaft. Aber für den stationären Betrieb ist das hier definitiv vorteilhaft der. Ich habe hier noch die Wangenauflage ganz weit oben wegen dem Red Dot, was da drauf war. Das habe ich aber für das Video jetzt einmal runtergenommen. Denn wir möchten uns natürlich auch das Metallmagazin angucken und hier brauchen wir theoretisch gar keine Wangenauflage, weil ich bin jetzt schon perfekt in einer Flucht mit Kimme und Korn. Denn das Metallmagazin hat Kimme und Korn und das finde ich nicht nur richtig cool, nein, ich finde es auch mega, dass man es hier einstellen kann. Das war nämlich bei der Polymer-Stinger nicht der Fall. Das ist also schon ziemlich cool. Aber rechtfertigt das alleine den Preis von 250 Euro für ein Magazin? Naja, so ganz ehrlich, eigentlich ist es ja nur ein Mehrpreis von 100 Euro im Vergleich zum Polymer-Magazin. Und man kriegt noch mehr Vorteile. Auch noch den Vorteil, man hat direkt rechts und links die Schiene auch mit dran. Spart sich also hier nochmal 30 Euro. Das heißt, eigentlich sind es nur noch 70 Euro. Und man könnte auch hier argumentieren, dass man sich auch ein Red Dot spart. Also spart man nochmal 50 Euro und dann sind es nur noch 20 Euro. Ja, und dann ist das Ding, man hat hier jetzt diesen Mechanismus, um es zu öffnen. Das ist schon mega, mega cool und das ist so einmalig. Das gibt es so nicht nachzurüsten für die Stinger. Was man machen kann, ist das hier, der Stinger Lock V1. Ja, es zählt nicht ganz, weil es ist halt keine Feder zum Aufmachen drin. Aber es ist halt ein alternativer Öffnungsmechanismus. Deshalb zeige ich euch das jetzt hier in diesem Zusammenhang. Und wenn man jetzt das nachrüsten würde,
die seitlichen Schienen und noch einen Red Dot draufpacken würde, dann wäre man tatsächlich gar nicht mal mehr günstiger mit dem Polymermagazin. Und dann gibt es sogar noch drei weitere Vorteile, die dieses Magazin im Vergleich zum Polymermagazin bietet. Und zwar, wenn sich das öffnet, dann schwingt es auf und es bleibt oben. Das finde ich auch ziemlich cool. Man könnte theoretisch jetzt sogar so nachladen. Was natürlich ganz geil ist, weil so nachladen ist doof, weil der erste Pfeil kann durchrutschen, sich hier verhängen oder sonst wie. So rum natürlich nicht, weil die Pfeile gar keinen Platz weiter nach hinten haben. Und der zweite weitere Vorteil, den sehen wir auch direkt hier, denn wir haben diesen Knopf. Und das ist im Grunde eine Sperre für Speedloader. Das heißt, wir setzen den Speedloader ein, müssen jetzt nicht mehr drüber greifen, sondern können diese Sperre aktivieren und dann den Speedloader ganz einfach rausziehen. Ist eine coole Sache, aber ich persönlich nutze es tatsächlich kaum, weil ich kaum noch Speedloader nutze. Nicht, weil ich die Dinger schlecht finde, nee, ich habe nur keinen Bock, die immer aufzufüllen. Mittlerweile bin ich einfach beim Nachladen so schnell, in der Zeit kriege ich keinen Speedloader befüllt und dann eingesetzt. Unterm Strich bin ich per Hand also schneller. Und der dritte Vorteil hängt mit der Enge des Magazins zusammen. Ich habe hier mal einen dieser coolen neuen Winifred Mira Pfeile. Dazu kommen wir gleich. Und ich zeige euch mal, wie der hier reingeht. Seht ihr das? Da ist kaum noch Platz rechts und links. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig Platz, die der Pfeil hier drin noch hat. Mit den Pfeilen vom Bale kann man es sogar noch viel besser sehen, denn die sind was dicker. Hier sieht man wirklich, da ist gerade noch ein Müh auf jeder Seite. Heißt, der Pfeil ist ideal gelagert und hat kaum Spiel rechts und links. Hier zum Vergleich mal das Polymermagazin. Hier hat der Pfeil auf jeden Fall um einiges mehr Platz. Na? Gut, das Magazin müsste ich auch mal wieder sauber machen. Kiesgrube halt. Das Metallmagazin ist also nicht nur super schön und von der Haptik her geil. Nee, es hat auch einfach seine Vorteile und so kann man es dann doch vor der Ehefrau und sich selbst rechtfertigen, oder? Dank mir später. Würde ich das Metallmagazin empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Aber nicht unbedingt jedem. Aber für den Fall, dass du eine Tactical und eine Survival hast, komplett. Also, worauf wartest du? Weil in dem Moment, wo du eine Survival und ein Metallmagazin hast, hast du eine zweite Tactical mit Metallmagazin. Und das ist natürlich ziemlich geil. Das habe ich übrigens bei meiner Stinger auch so gemacht. Ich habe mein Metallmagazin auf meine Tactical gesetzt und das Polymermagazin, was ich dann über hatte, habe ich mir auf meine Survival gesetzt. Und jetzt habe ich wieder eine Tactical mehr. Noch ist die komplett schwarz, aber da machen wir noch ein cooles Bastelprojekt, diesmal mit Sandfarben. Wichtig zu sagen ist noch, beim Metallmagazin gibt es eigentlich zwei verschiedene Sorten. Nee, eigentlich sogar vier. Erstens, das Original Stinger Magazin der Serie 1, das war auch aus Metall. Hat nicht diese ganzen coolen Funktionen, aber ist auch aus Metall. Dann gibt es auch noch die Special Edition. Die ist nur auf 350 Stück limitiert. Ich habe mir die mal angeguckt, aber ich habe sie nie gekauft und auch leider keine mehr bekommen. Klick mal hier, da kannst du auf jeden Fall das Review sehen und an der Stelle nochmal danke an Kai fürs Ausleihen. Und dann gibt es das erste Metallmagazin, der Stinger 2, was nicht in der Special Edition war. Und das ist das hier. Das ist im Grunde identisch zu dem aus der Special Edition, aber es hat eine andere Oberfläche. Die hier ist einfach matt. Und dadurch bleiben keine Fingerabdrücke drauf, was ich persönlich sehr gut finde. Denn bei mir sah diese Special Edition immer sehr fingerabdrückerig aus, weil ich einfach so Fettfinger habe. Das kann hier nicht passieren. Das ist schon mal ziemlich cool. Und ansonsten ist es identisch zur Special Edition. Das heißt aber auch, dass man hier spezielle Wurfarmwechselblöcke braucht, weil das Magazin hier anders geformt ist. Es ist nicht wie das Polymermagazin gerade abschließend, sondern hat diese Welle. Dadurch braucht man hier einfach einen anderen Wechselblock. Nämlich einen Wechselblock, der auch diese Welle hat. Die bekommt man mittlerweile auf der Steambo-Seite. Ich bilde mir ein, dass ich schuld bin, dass man die mittlerweile so kaufen kann, weil ich einfach den Leuten so oft auf den Sack gegangen bin, dass ich schon wieder einen Special Edition Block brauche und schon wieder einen und schon wieder einen und schon wieder einen. Ich glaube, dann dachten sie sich, komm, dass er uns nicht immer schreibt, gib dem das einfach in den Shop rein und gut ist. Und dann ist der Block auch perfekt gesichert bei diesem Magazin. Was ist, wenn man den normalen Block reinpacken würde? Der hätte Spiel. Der wird nicht gehalten. Der kommt da nach oben. Das ist auch übrigens der Grund, warum ein paar Leute Probleme mit dem Metallmagazin haben. Weil die nie nachgeforscht haben, ob sie überhaupt den richtigen Wechselblock drin haben. Und was kannst du jetzt machen, wenn du keinen Bock hast, einen neuen Wechselblock zu kaufen? Sind ja schon wieder 19 Euro oder was.
Kann ich voll verstehen. In dem Fall würde ich dir empfehlen, einfach vorne eine Rändelschraube reinzudrehen. Du kannst sogar die Madenschraube reindrehen, wobei dann natürlich das Ding mit dem Schnellwechseln sich erledigt hat, weil die kriegst du ohne Werkzeug nicht raus. Ich würde dir eine Daumenschraube empfehlen, M6, ist natürlich unten verlinkt, gibt es auf Amazon, gibt es aber auch bei Steambo. Dann ist sie aus Polymer und dann passt die da auch perfekt von der Länge. Aber ich zeige euch mal gerade, was ich bei meinem Amazon-Ding gebastelt habe. Und zwar habe ich hier nämlich genau so eine Rändelschraube drin, eine M6. Und ich habe hier vorne drauf einfach eine Mündung von einer alten Softair draufgeklebt. Einfach, weil ich die Schraube an sich einfach hässlich fand. Und so, finde ich, macht das einfach was her. Sieht natürlich jetzt super böse aus, aber ist halt eigentlich nur, dass es nicht ganz so kacke aussieht. Vorteil ist, man kann es auf jeden Fall so gut lagern, indem man es da hinstellt. Und man könnte rein theoretisch, wenn man denn wollte, damit auch eine Glasscheibe einschlagen. Zumindest nennt sich das Ding Glassbreaker. Ich würde es nicht ausprobieren und ich wüsste auch nicht, in welchem Zusammenhang ich eine Glasscheibe einschlagen würde mit meiner Stinger. Aber ich glaube, es ginge. Ja, aber das waren nur drei Magazine. Wo ist Magazin Nummer 4? Magazin Nummer 4 ist hier. Auf meinem Prototypen sitzt ein Magazin der vierten Generation. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es jetzt hier auch vollkommen glatt ist. Und dadurch kann man auch wieder die normalen Wechselblöcke nutzen. Mann, 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 was ein Hin und Her. Aber wenigstens ist es jetzt einheitlich. So, aber ich würde sagen, jetzt haben wir ausreichend über das Metallmagazin gesprochen. Es gibt ja ohnehin schon ein Review zur Special Edition, die ja auch das Metallmagazin beinhaltet. Falls du es noch nicht gesehen hast, klick hier drauf. Jetzt müssen wir uns eigentlich noch ganz, ganz dringend den Metallgrundkörper angucken, oder? Und der sieht ja wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich erstmal aus wie der normale. Man könnte meinen, ich verarsche euch gerade und das ist eigentlich Polymer. Polymer. Hier sind übrigens diese Rillen drin. Und jetzt CNC gefrästes Alu. Hört man, oder? Und ich muss sagen, es liegt einfach super, super gut im Anschlag. Einfach richtig gut. Es ist wirklich, wirklich schwerer um einiges, ja. Das merkt man. Aber mich als sportlichen Schützen, ich muss das Ding ja nicht durchs Feld schleppen, mir ist das total egal. Für mich ist das mega. Ich finde es absolut geil, wenn das schwerer ist, weil dadurch liegt es einfach satter drin. Ich würde sagen, wir schießen einfach mal eine Runde und ich versuche euch so viel wie möglich rüberzubringen, wie sich das anfühlt. Dazu benutze ich heute diese Pfeile. Die sind von Winifred Mira mit goldenen Spitzen. Botkins mit goldenen Spitzen. Mhm. Also mir persönlich gefallen sie optisch jetzt nicht so, wirkt so ein bisschen wie aus 1001 Nacht. Aber warum ich die doch gar nicht mal so schlecht finde, die Dinger wiegen alle über 11 Gramm. Auch wenn auf Amazon steht, dass sie ca. 10 wiegen. Ich dachte mir einfach mal ausprobieren und nachwiegen und es sind glücklicherweise über 11 Gramm. Das heißt, 90er Bogen ginge, aber dennoch ist das hier der 75er Bogen. So, und jetzt teste ich mal den neuen Grundkörper zusammen mit den neuen Pfeilen. So. 75 Pfund Wurfarm lässt sich einfach absolut genial spannen. Genial. Oh, es ist einfach ein ganz tolles Schießgefühl. Und alles getroffen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so rüberkommt, wie es ist. Es ist nämlich übelst geil. Ich weiß nicht, ob man da einen Unterschied hört. Ich versuch's einfach mal. Ich mache noch eine Runde hiermit und danach machen wir mal eine Runde mit dem Polymer, um mal zu vergleichen. Also dieses metallische Klingeln, das ist einfach geil. Ich find's mega, wirklich. Ist einfach geil. So, und jetzt mal Polymer zum Vergleich. Und dazu nehme ich mir direkt den 75er mit, dass wir den perfekten Vergleich haben. Oh,
Meine Wangenauflage hängt noch aneinander an Stinger. Gut. Dann muss ich jetzt ohne. Mhm. Ja. Also. Ja. Also Metall ist definitiv spektakulärer. Also vom Schießgefühl und auch vom Sound. Von den Ergebnissen, ja gut, das war jetzt gerade einfach Mist wegen hier fehlender Wangenauflage. Es fühlt sich einfach geil an. Von der Optik her sieht es einfach sehr, sehr gleich aus wie das Polymer. Ich denke aber, Steambo wird hier noch wahrscheinlich das so umdesignen, dass dieser Grundkörper direkt als dieser Grundkörper zu erkennen ist. Mein Fazit ist also ganz klar, ich brauche das Ding. Die Frage ist nur, was wird es kosten, wenn es auf den Markt kommt? Vermutlich viel, weil es ist CNC gefräst, es ist made in Austria, es ist also CNC gefräst in Australien, Österreich. Und Österreich ist jetzt genauso wie Deutschland nicht unbedingt ein Billiglohnland. Nee, hier kosten die Fachkräfte echt Kohle. Es ist also zu erwarten, dass das Ding jetzt nicht unbedingt 299 Euro kostet. Und vermutlich auch nicht 399 Euro. Und vermutlich auch nicht 499 Euro. Aber was ist denn mit 599 Euro? Das halte ich persönlich für einen Preis, wo ich auf jeden Fall zuschlagen würde, ganz klar. Und ich glaube, der Preis von 599 Euro für eine komplett metallgefertigtes Dinger wäre sehr fair, sehr angemessen und jeden Cent wert. Also ja, ihr habt jetzt gesehen, ich habe hier ein paar Stingers. Aber sobald die komplett Metallstinger da ist, werde ich auch die haben. Denn das hier ist ja eh nicht meine. Das ist eine Leihgabe, die geht jetzt auch gleich wieder zurück nach Österreich. Und dann heißt es warten. Warten auf das Full Metal Packet. Nicht Jacket, sondern Packet. Was will man eigentlich mit einer Metalljacke? Schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, welchen Preis du dir hier vorstellst und ob du 599 für fair, für voll überzogen oder viel zu günstig hältst. Ich bin der Meinung, wenn Steambo hier wirklich bei 599 Euro landet, dann habe ich das Ding aber im 0,nix. Aber ganz klar. Wie sieht's bei dir aus? 599 Euro, okay? Sind wir dann beide im Metall-Stinger-Club oder bin ich alleine mit dem Ding? Und wenn du schon in den Kommentaren unterwegs bist, dann schreib mir doch bitte auch mal unten rein, was hältst du von diesen Winifred Mira-Pfeilen? Cool? Uncool? Interessant? Denk dran, 11 Gramm, 12 Stück irgendwie 22 Euro oder so, ist auf jeden Fall unten verlinkt. Und schreib mir auch mal bitte in die Kommentare, ob du die Dinger im Pfeiltest sehen willst, denn es wird einen Pfeiltest natürlich auch noch für die ganzen Nachzügler geben. Ja, it's a never ending story. Also ich teste jetzt hier erstmal privat, gucke, ob die Dinger was können. Und wenn sie können, kommen die auf die Liste für die Nachzügler. Und wenn die Liste voll genug ist, also so mindestens 4 Teilnehmer da sind, machen wir nochmal einen zweiten Run, der sich dann zum ersten Run mit dazu ergänzt, sodass einfach dieser Pfeiltest, der jetzt schon der aufwendigste der ganzen Welt ist, auch niemals überholt werden kann. Niemals. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hier bei MAG. Modern Archery Germany. Und jetzt muss ich einfach noch haufenweise Schuss mit dem Ding machen, bevor ich es zurückschicken muss. Weil es ist einfach geil und ich will das Maximum rausholen. Und ich will auch natürlich diese neuen Pfeile testen und herausfinden, ob die überhaupt Sinn machen. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus, muss ich sagen. Saupräzise. Ob es jetzt an das Dinger oder an den Pfeilen liegt, da müssen wir später mal herausfinden. Aber für einen Moment macht es erstmal Spaß. So, und dir wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei MAG. Gut, Outro hatten wir schon und tschüss.